Was ist die OB-Wahl? Eine Partei, eine Listen- oder eine Personenwahl? Also ich finde, die Oberbürgermeisterwahl ist eine Personenwahl, wobei die Parteizugehörigkeit eine sekundäre Rolle spielt. Das war's, danke. Herr Link, warum stehen die Kandidaten, die in einer Partei sind, immer oben? Da es doch eine Personenwahl ist und keine Parteienwahl. Warum entscheidet nicht ein Los über den Platz auf dem Stimmzettel? Die Platzierung auf dem Stimmzettel wird im Landeswahlgesetz geregelt. Wenn ich richtig informiert bin, geht es da um die Stimmenverteilung bei der letzten vorhergehenden Wahl. Bin allerdings überfragt, ob das zwingend so vorgeschrieben ist oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Wenn ich richtig informiert bin, entscheidet das Landeswahlgesetz. Also ich muss da sagen, da haben die Landtagsabgeordneten sich das Gesetz geschaffen, beziehungsweise die Parteien haben sich das Gesetz geschaffen. Es müsste doch ein Losentscheid sein, weil es eine Personenwahl ist und keine Parteienwahl. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass die Menschen schon in der Lage sind, ihren Kandidaten auf dem Wahlzettel zu finden. Und deswegen habe ich da jetzt auch keine Bedenken, dass die Parteien oder wer auch immer sich da die Wahlzettel nach ihrem Gusto geschaffen haben. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir haben sehr gut funktionierende Demokratie, Parteien sind ein wichtiger Bestandteil davon. Und ich traue den Menschen zu, ihren Kandidaten am Wahltag selber zu finden. Danke. Herr Rubinstein, Sie werden von Parteien unterstützt. Können Sie als Parteiloser dann noch unabhängig und überparteilich sein? Oder werden Sie damit zum Handlanger dieser Parteien? Unterstützung ist ein Geschenk und verpflichtet daher. Wie sehen Sie das? Also die grundsätzliche Befürchtung, die haben Sie natürlich zu Recht, aber ich habe sowohl der FDP als auch der Piraten gesagt, ich habe meine eigene Meinung, ich bleibe meiner eigenen Meinung, da gibt es Überschneidungen, es gibt ja überhaupt keine, wir haben das ausgelotet, es gab auch andere Parteien, die auf uns zukommen, das eine, die gefragt hat, möchtest du unseren Namen nehmen, die fragen, schießt du eine Liste, und ich habe gesagt, nein, ein unabhängiger Kandidat bleibt ein unabhängiger Kandidat. Daher kann ich Ihnen die Zusage geben, ich werde mich nicht kaufen lassen. Die Piraten unterstützen mich mit ihrer Kraft, die FDP ein bisschen, aber letztendlich bleibe ich unabhängig. Ich spreche auch in dem, was ich sage, zu dem ich auch nicht mit den Parteien bin. Dankeschön. Fängst du bitte vorne wieder an. Jochen Mutz aus Neudorf, guten Abend. Soziale Sicherung, soziales Umfeld hat natürlich mit Planung zu tun. Und in der Stadt Duisburg haben wir ein riesen Planungsproblem. Wir hatten Stadtplanung ein Problem bei Fock. Wir hatten bei der Lafbereit ein Planungssystem und wir haben hier beim DGB auch einen Planungsfehler. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Wenn Sie in der jetzigen Zeit zum Wahlkampfauftakt, heute ist der Wahlkampfauftakt, das ist der OB-Wahl, wenn Sie uns dazu einladen, hier in diesem Kellergeschoss, in diesen Räumlichkeiten, wenn Sie das schon zig Jahre machen, in der besonderen Situation, so wie die Stadt Duisburg sich zurzeit nach der Lafbereit, nach diesem Abwahlbündnis verhält, die Situation so gegeben ist, hätte ich erwartet, wir hätten hier ein vernünftigeres, größeres Podium, wo man sich vernünftig einlädt und vor allen Dingen auch alle Menschen, die hier reinkommen, auch zuhören und die hier zukommen. Es ist ein Traurigkeit, dass dieser Wahlkampfauftakt so misslungen ist. Und ich habe die Frage an die Kandidaten. Bitte schön. Weil nicht alle zuhören können. Die Frage ist nur an alle Kandidaten bitte, was würden Sie im Falle der Wahl morgen machen, um diese Planungssachen auf einen vernünftigen Weg mit vernünftiger Bürgerbeteiligung zu bringen? Danke. Also ich würde das schon darum bitten, meine nächsten Fragen auch, dass es um Fragen geht, um Inhalte. Ja? Der Rahmen der Veranstaltung ist ein Thema, da können wir vielleicht intensiver besprechen, aber die Zeit wollen wir jetzt nutzen, um Antworten zu hören. So, Hafti ist mein Name. Ich bin nicht der Oberbürgermeisterkandidat dieser Stadt, aber ich bin Vorsitzender des Integrationsrats dieser Stadt. Ein Drittel dieser Gesellschaft ist Integrationshintergrund. Aber bisherigen Antworten, was die unseren Kandidatinnen und Kandidaten gesagt haben, eigentlich gibt es für mich keinen Grund zu sagen, das ist unser Oberbürgermeisterkandidat. Wir waren nicht überzeugt, leider, muss ich sagen.
Zweitens, während diesen Abwahlverfahren ist gesagt worden, wir wollen jemanden haben, der überparteilich ist, die alle hinter stehen. Und war das nicht möglich, jemanden zu benennen, dass da alle Duisburger dahinter stehen, dass wir Duisburg dahin bringen, wo die hingehört? Nummer eins. Nummer zwei. Ein Drittel dieser Gesellschaft hat Migration im Hintergrund. Wenn sie gewählt werden, wie wird das in ihrer Integrationspolitik aussehen? Dritte Frage, wie werden Sie südosteuropäischen Zuwanderungsprobleme lösen, die in Duisburg sehr gut problematisch sind? Was machen Sie da? Dankeschön. Erich, hier vorne nochmal. Inwieweit sind die Kandidatinnen bereit, dann dafür zu sorgen, dass Hartz-IV-Empfänger die Kosten der Unterkunft zu 100% bezahlt bekommen und ihre Heizkosten zu 100% bezahlt bekommen? Danke. Okay. Danke, nur eine Idee. Hier vorne. Um den Kandidaten Siegel. Herr Link, Sie hatten gerade alles wieder sehr schön geredet. Insbesondere was die Schulpolitik angeht und die Bildung. Wie wollen Sie? Das ist keine Frage. Ja, die kommt jetzt, die Frage. Bitte keine Co-Referate. Ja, aber man hat mir eingeräumt. Da muss ich doch auch darstellen. Bitte. Nein, dann möchte ich doch darum bitten, dass Sie mir das überlassen. Wie möchten Sie steuern? Wie möchten nicht aus dem Problem. Machen Sie doch nicht. Ja, dann. Bitte schön, wenn Sie noch die Veranstaltung weiter stören, dann wird es noch schwieriger. Also, Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön, Herr Siegel. Wie möchten Sie mehr Bildung? Oder zu mehr Bildung kommen, wenn die schon die Hausmeisterstellen streichen. Das heißt also, zukünftig wird es so aussehen, dass eine Schule keinen Hausmeister mehr hat, die eine oder die andere, und dann werden die Lehrer die verstopfte Toilette freimachen müssen. Wie gedenken Sie generell mehr Bildung zu integrieren, wenn Sie überall streichen? Ich möchte noch einen letzten Satz auf das FOC sagen. Sie alle, Sie sind jetzt noch Landtagsabgeordnete oder jetzt nicht mehr, aber alle, die im Rat sitzen, sind für die Bürger als erstes in Duisburg da und müssen für die Bürger da sein. Und nicht für die Wirtschaft oder für wirtschaftliche Produkte. Als allererstes haben Sie die Verpflichtung, für die Bürger da zu sein. Und Sie, wenn Sie die Leute, die in der Zinkhütten-Siedlung wohnen, ich bin da gewesen, ich habe Unterschriften da gesammelt, wenn Sie diese Schicksale miterleben, wenn Sie miterleben, dass die Leute in Tränen ausbrechen, weil die mit Ängsten leben, jeden Tag die Kündigung zu bekommen. Das ist eines demokratischen Rechtsstaats für Politiker in einer Demokratie unwürdig. Ändern Sie diese Politik, dann werden wir uns zurückziehen. Gehen Sie zu einer sozialdemokratischen Politik wieder zurück, aber nicht mit diesen Methoden. Verteidigen Sie diese Politik für Ihre Bürger in Düsseldorf, in Berlin, aber gehen Sie nicht auf die Parteien ein, auf Ihre Parteien ein und versuchen Sie dieses Problem auf die Köpfe dieser Bürger abzuwälzen. Okay, danke. Siegel, die Frage ist, glaube ich, angekommen. Erik, weitere Fragen, weiter hinten. Ich habe eine Frage zur Jugend. Da sind ja wohlfeile Worte wieder gefallen. Wie die Jugend, wie die Stadt Duisburg bisher die Jugend behandelt hat, haben wir an dem Lafferwelt gesehen, mit einer katastrophalen, unverantwortlichen Planung. Die Hinterärzte die Jugendlichen alleine gelassen. Und jetzt wird es noch schlimmer. Da wird unter dem tollen Namen Duisburger Freiheit wird ein B-Plan aufgestellt und alles wird vernichtet. Die Rampe wird vernichtet. Alle Spuren der Vergangenheit werden einfach vernichtet. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine glatte Unverschämtheit. Und ich habe vorgeschlagen, meine Anwendung zu dem B-Plan, ich habe gesagt, lass uns in den alten Hallen wieder stehen. Lass uns ein internationales Jugendzentrum mit einer Begegnungsstätte auch noch machen. Und eine Erinnerung an die Love Parade. Und das machen wir zusammen mit den Jugendlichen. Da lernen sie Verantwortung. Und da lernen sie mehr als in jeder Schule. Da lernen sie vor Ort was. Und natürlich müssen wir Erwachsene das begleiten. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke aufgenommen wird. Wie stehen Sie zu so einem Vorschlag? Ja, nochmal der Oberbürgermeisterkandidat Franco Lien, immer noch ehemals Bankmanager. Und was dieser Stadt fehlt, sind einfach neue Ideen und Denkansätze. Ich möchte jetzt einfach nur zwei präsentieren, auch gerne mit Frage dazu. Wir haben nämlich hier 1,7 Milliarden Euro
kurzfristige Kredite laufen in der Stadt, dazu 500 Millionen langfristige Kredite. Ja, und wir zahlen circa 35 Millionen jedes Jahr an Zinslast. Und ungesehen, weil diese Verträge natürlich geheim sind und ich da keinen Einblick habe, aber ungesehen, sage ich mal, da ist ein Potenzial von mindestens 10 Millionen Euro, die wir da einsparen können, die ja keinem wehtun, außer den Banken. Punkt 1. Jetzt, wenn jemand eine Frage hören möchte, wer kann mir denn hier sagen, zu wie viel Prozent sich die Kredite verzinsen? Also ich habe da die Werte, aber bin ja auch jetzt hier und möchte ja auch Fragen stellen. Die andere Geschichte ist, fehlt mir auch so ein neuer Denkansatz, wenn ich Oberbürgermeister dieser Stadt werde, ja, dann kann ich hier auch offen sagen, dann nehme ich erstmal 2000 Euro meines Gehaltes und führe die entweder zur Haushaltsregierung zurück oder fördere damit soziale Projekte in dieser Stadt. Von jedem kleinen Angestellten oder Arbeiter, dessen Unternehmen in Schieflage gerät, wird sofort erwartet, ja, uns geht es nicht so gut, jetzt erstmal Lohnverzicht. So eine Impulse, die wünsche ich mir von der Stadtspitze, das habe ich in dieser Stadt leider noch nie gehört. Vielen Dank. Im Moment keine weiteren Fragen. Das ist okay. Theo Stegmann. Ich habe noch eine Frage zum Thema Wohnungsbau. Wir haben ja Riesenprobleme, das ist bekannt. Wir werden in den nächsten Jahren einen Riesenstau haben an altersgerechten Wohnungen, die nicht zur Verfügung stehen, die umgebaut werden müssen, um überhaupt den alten Leuten da ein würdiges Leben in den Wohnungen zu ermöglichen. Wir werden zunehmend Leerstände haben in den großen Wohnungsblocks, die wir haben, weil Leute sterben weg, junge Leute ziehen da nicht rein. Und wir haben eine völlig handlungsunfähige Gebhard mittlerweile, weil sie so total verschuldet hat, dass sie überhaupt keinen Handlungsspielraum mehr hat. Wie wollen Sie das Problem angehen? Okay. In der Reihe davor, genau. Am Schluss. Ja. Mein Name ist Jürgen Lehmann aus Wedau. Ich habe mal eine Frage zur Love Parade-Problematik. Ich war in einer Ratssitzung und habe dort erfahren müssen, dass Gelder für dieses ominöse Gutachten des Altoberbürgermeisters Oberdauerland dafür verwendet wurden, um dieses Gutachten zu bezahlen, diese 500.000 Euro. So, jetzt ist dieses, so wie ich gehört habe, in einer Ratssitzung, in einer nicht öffentlichen Ratssitzung, wieder von dem Rat abgesegnet worden. Jetzt meine konkrete Frage dazu. Ist dieses Geld, diese 500.000 Euro, sind die wieder der Opferhilfe zur Verfügung gestellt worden? Stehen die wieder zur Verfügung? Oder ist das Geld ein für einmal verloren? So, dann noch hier vorne. Moment, ja, Paul Moses nochmal vom Umweltforum. Erlauben Sie mir, dass ich darauf hinweise, als es vorhin um Arbeitsplätze ging, dass da ein Bereich vergessen wurde, und zwar die Energiewende. Meine Frage ist, das können Sie auch in einer nächsten Versammlung beantworten, was gedenkt Ihre Partei auf lokaler Ebene zu tun, um die Energiewende hinzukriegen? Dieses gibt natürlich auch Arbeitsplätze und so weiter. Ja? Gut, das reicht erstmal wieder als Stoff. So, wir beginnen wieder bei Dr. Witzig. Bitte schön. Ich habe mir notiert, wir hätten ein bisschen durcheinander die Fragen, aber ich bemühe mich. Neue Ideen, ich habe mir den Haushaltsplan sehr genau angesehen und bin ich ja vom Fachteil bevorteilt. Und ich muss Sie da korrigieren. Also der Haushaltsplan sieht eine weitere Verschuldung im kurzfristigen Bereich und weiterer Zinsanstieg vor. Und sagt völlig zu Recht, ist im Moment völlig unklar, ob man im freien Kapitalmarkt die Gelder überhaupt kriegt. Das wird man dann sehen, ist ein Riesenproblem. Dann Wohnungsbau wurde angesprochen. Das ist sehr bedauerlich, dass die Gebhard in so einer Schieflage ist und ausfällt. Da muss man ganz klar sagen, es geht darum, überhaupt zu wetten, zu sanieren. Das wäre eigentlich die Firma, die in Duisburg dafür zuständig ist, aber wieder durch katastrophale Planungsfehler in so eine Schieflage gebracht, hier bei einem Leuchtturmprojekt. Und das ist einfach so auch nicht rückgängig zu machen, wie es halt in Schieflage, müssen wir so hinnehmen. Dann wurde hier Rampe angesehen, das Grundstück gehört ja jetzt einem, dem Herrn Krieger.
Und ich weiß nur, dass man sich über irgendwas da geeinigt hat mit den Opfern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich sitze nicht im Rat. Und wenn man sich da über etwas einigt, dann ist das natürlich zu begrüßen. Natürlich muss da eine Gedenkstätte hin. Das ist völlig klar, auch in einer angemessenen Form. Da muss sich die Stadt auch für einsetzen. Das kann gar nicht anders sein. Ja, Umwelt- und Energiewende, wir haben gehört, die Riesenräder kommen jetzt nicht. Vielleicht ist das auch gut so, sagen wir mal, für das Naturschutzgebiet. Duisburg ist da nicht unbedingt der Standort für. Aber es gibt sicherlich ein großes Potenzial, Gebäudesanierung und so weiter, da Energiekosten einzusparen. Das müssen natürlich Bundes- oder Landesprogramme sein. Ich glaube nicht, dass die Stadt das alleine kann. Da müssen da die Vorschläge herkommen. Hausmeister, die Frage kam hier von der Pflegschaft irgendwie per E-Mail. Ich habe nachgelesen im Haushaltssanierungsplan, ich muss ehrlich sagen, ich habe das als Kürzungsstelle gar nicht finden können. Also deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob das so wirklich umgesetzt wird. Also ich kann das so nicht bestätigen. Dann Südosteuropäer, Riesenproblem in Hofeld. Ich lese ja auch nur das, was in der Zeitung steht. Ich bin sehr erstaunt, dass es da offensichtlich Mitbürger gibt, die da mal Ratzen vermieten, also nicht genehmigte Hotelbetriebe. Ich nehme mal an, die zahlen auch die Hotelabgabe nicht. Und Umsatzsteuer zahlen die wahrscheinlich auch nicht. Und Steuer zahlen die wahrscheinlich jetzt richtig nicht. Also da muss man schon mal eingreifen. Das kann man so an der Stelle auch nicht laufen lassen. Sonst dürfen wir uns nicht wundern, wenn der ganze Stadtteil runtergeht. Und da ist viel Geld reingeflossen in den letzten 20 Jahren. Die Schimanski ist Anfang der 80er, wo die Häuser gesprengt wurden, sind ja da gedreht worden. Da ist sehr viel Geld reingeflossen. Und im Moment geht das alles den Bach runter. Ich habe da keine Patentlösung, um es klar zu sagen. Aber wir sehen hier massenweise Gesetzesverstöße. Man muss gegen vorgegangen werden. Integration ist natürlich wichtig. Klar, in Duisburg ist Integration eigentlich ein Riesenthema. Und wir haben ja auch Integration, viele Geschäftsleute aus allen möglichen Ländern, dritte, vielleicht sogar vierte Generation, die wir sind. Ganz wichtiges Thema, gar keine Frage. In Bruckhausen habe ich gesehen, Abrissthema. Ich sehe da eine Möglichkeit, da würden, glaube ich, viele gerne investieren, aber der Rat hat da so geplant, dass es eigentlich verhindert wird. Also da sind bestimmt noch Möglichkeiten, auch aus dem Bereich hier für Duisburg neue Investitionen zu finden. Überparteilicher Kandidat, ich war mit im Gremium, ich kann nur sagen, es hat nicht geklappt. Das ist halt einfach so. Wenn es den gegeben hätte, gut, dann, und man hätte ihn einen Kandidaten vorgesetzt, sagt, als den Überflieger, dann wäre auch irgendwo das Auswahlrecht verloren gegangen. Und das gehört zu jeder demokratischen Wahl natürlich dazu. Ich sehe es jetzt nicht als nachteilig an, dass wir 13 Kandidaten haben. Ich begrüße es im Endeffekt. Das ist auch das Beste, was unter den Bedingungen da herausgekommen ist. Ich sehe das also jetzt nicht so kritisch. Und Planungsprobleme haben wir auch massiv. Ich habe in meinen Vorträgen schon einige angeschnitten. Also an das Thema müssen wir ran, da kommen wir nicht dran vorbei, weil da ein großes Sparpotenzial einfach liegt und das in der Haushaltssanierung so eigentlich noch gar nicht berücksichtigt wurde. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dankeschön. Bürgerbeteiligung anbelangt, schon das gesagt. Ich fordere ganz einfach die Duisburgerinnen und Duisburger auf, sich künftig stärker mit einzubinden, die Prozesse zu begleiten. Und wir werden als Stadt, und das ist Aufgabe des Oberbürgermeisters, die Menschen mit auf die Reise nehmen. Das ist ganz klar. Zur Zuwanderung. Hier hat es ja einen großen Verschiebebahnhof gegeben. Die jetzt in Hochfeld uns diese Probleme bereiten, die waren vorher in Dortmund. Ich sag mal so, wir sind ja als Stadt auch ein wenig überfordert. Wir brauchen da ganz einfach auch die Hilfe des Landes, dieses Problem Herr zu werden. Was wir nur machen können, nur jetzt in Anführungszeichen, ist, dass wir versuchen, die Kleinen und die Jugendlichen und die Kinder, kindergartenmäßig, schulmäßig mit einzubinden, dass sie die deutsche Sprache erlernen. Da sind wir mit den ehrenamtlich Tätigen sind wir dabei. Und ich glaube, das ist der erste richtige Ansatz. Zu den Hausmeistern. Es gibt Schulen, da klappt das, wo man mit einem Hausmeister zwei Schulen betreuen kann. Es gibt aber andere Schulen, wo das überhaupt kein Zustand ist. Insofern muss man da sehr differenziert sehen. Ich persönlich, wenn die Finanzlage es zulässt, plädiere dafür, die Hausmeister an den Schulen zu belassen. Aber es gehört auch mit dazu, mit den Schülerinnen und Schülern, teilweise auch mit den Elternhäusern in den Dialog einzutreten, dass der Vandalismus an den Schulen und den anderen Einrichtungen Einhalt geboten werden muss. Was die Gedenkstätte bei dem Lachbarett-Gelände anbelangt,
So ist es in der Tat, das ist meine Information so, dass es zwischen Herrn Krieger und den Hinterbliebenen zu einer Einigung gekommen ist. Mehr kann ich dazu jetzt im Augenblick nicht sagen. Was den Wohnungsbau anbelangt für ältere Bürger, wir werden es schwer haben, sämtlichen Wohnungsbau zu erhalten. Herr Stegmann, da muss man dann auch teilweise sagen, da muss man zurückbauen, um die Finanzen übrig zu haben für die Wohnungen, wo wir altengerechtes Wohnen dann umsetzen können. Die Gebach ist dabei. Das ist aber nicht immer ganz einfach, weil wenn ein Haus zum Beispiel aus 6 Wohneinheiten besteht, da sind jetzt im Augenblick 2 frei, dann müssen Sie im Augenblick einen Verschiebebahnhof organisieren für den Umbau. Sie können ja nicht eine Wohnung jetzt umbauen, wo die Mieter drin sind. Also das ist nicht ganz einfach. Das Gutachten zur Lappgerät, meine Damen und Herren, das musste aufgegeben werden, weil es eine Anweisung der Landesregierung gab, innerhalb von 4 Wochen eine juristische Stellungnahme zu den Vorgängen zu erarbeiten. Die Verwaltung sah sich dazu mit den eigenen Bordmitteln in Anführungszeichen dazu nicht in der Lage. Es ist geprüft worden und die Vergabe war rechtens, auch wenn die Summen entsprechend hoch waren. Aber das war einfach zu erbringen. Und wie gesagt, der Rechnungsprüfungsamt, die Landesregierung, es ist geprüft worden, ob es rechtens war. Zur Energiewende ganz kurz. Die Stadtwerke Duisburg sind alle der führenden kommunalen Energieerzeuger, sich hier auf regenerative Energien auch umzustellen und einzustellen. Wir machen das nicht erst seit Fukushima, sondern wir sind da schon als Stadtwerke sehr viel länger dran. Aber das Aufstellen von Windrädern ist in unserem Bereich nicht so ganz einfach, meine Damen und Herren, überall da, wo Standplätze markiert worden sind, die auf Veranlassung der Landesregierung ausgewiesen werden mussten, ist natürlich der Widerstand der dort befindlichen Bevölkerung da. Zu den Kassenkrediten, das ist ein Riesenproblem. Ich sage nochmal, als ich Fraktionsvorsitzender war 2002, haben wir durch die Bank so ungefähr 80 Millionen gehabt. Das war schon D-Mark, das war schon eine ganze Menge. Und heute haben wir 1,7 Milliarden. Daran kann man sehen, die eklatante Verschuldung unserer Stadt. Und deswegen müssen jetzt aus 80 Millionen eingespart werden. Wir müssen zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen. Und das machen wir ja jetzt und versuchen wir jetzt mit Hilfe des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber diese Zuschüsse, die wir vom nordrhein-westfälischen Landesregierung bekommen, sind mit Auflagen verbunden. Und darüber werden wir noch dazu beratnahmen. Und das Ganze muss bis zum 30.06. über die Bühne gegangen sein. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Ja. Also zunächst beantwortet jeder die Fragen, die er gerne beantworten möchte. Ja, es sind, also zum Beispiel die Frage, kostet der Rotverkauf, ist noch nicht beantwortet. Gucken wir mal, wer dazu gleich was sagt. Aber ist auch eine gewisse Überforderung, jetzt von jedem zu verlangen, dass er jede Frage bis ins letzte Detail beantwortet. Jeder hat ja auch hier seine Schwerpunkte und Sie können die Kandidatinnen und Kandidaten auch danach beurteilen, wie intensiv Sie auf die Fragen eingehen oder ob Sie alle beantworten. Bitte schön, Frau Kitzel. So, dann fange ich jetzt mal mit der Frage an, die nicht beantwortet wurde, nämlich Umgang mit Hartz-IV-Empfängern und Empfängerinnen. Ich bin fest davon überzeugt, und das muss in einer Stadt wie Duisburg irgendwie selbstverständlich sein, dass die Menschen, die Transferempfänger und Empfängerinnen sind, ihr Recht bekommen. Und die Stadt darf nicht solche Leistungen irgendwie sozusagen zugunsten vielleicht ihres Haushaltes oder sonst was nicht in dem Maße ausschütten, wie sie auszuschütten sind. Und auch nicht die Spielräume in der Richtung versuchen zu nutzen. Also da gibt es mit Sicherheit Nachbesserungsbedarf und da sind eben Unterkunftskosten und Heizkosten ja schon seit langem ein Thema. Wie rechnet die Stadt eigentlich, ist das so in Ordnung? Also das muss auf jeden Fall auf dem Prüfstand. Dann wurde von Herrn Kochlin angesprochen, die Frage sozusagen Geld in die Hand nehmen vom eigenen Einkommen, um damit auch noch andere Zwecke zu machen. Da kann man sagen, das ist gute grüne Tradition. Wir haben das Commitment über alle unsere
Kandidaten, Kandidatinnen die Wahlämter einnehmen, dass sie einen bestimmten Prozentsatz, das ist Beschlusslage der Grünen, abführen müssen. Dafür gibt es ein Instrument, den Ökofonds, den haben wir hier auch auf Duisburger Ebene. Und aus diesem Ökofonds wird im Rahmen eines Vergabeverfahrens soziale und ökologische Projekte gefördert. Und jeder, der hier bei uns ein Amt, sei es im Rat oder auch in der Stadtverwaltung, innehat ein Wahlamt, hält sich daran und führt diesen Prozentsatz ab. Das ist Usus und da werde ich mich auch, so ich gewählt wurde, daran halten. Das ist für mich selbstverständlich und gehört zum grünen Lebensgefühl. Dann war die Frage Hausmeisterstellen, ein Thema, was ich kenne, seitdem ich im Rat schulpolitische Sprecherin der Grünen war, ein schwieriges Thema, bisher nicht gut gelöst. Aus all den Gründen, die hier schon genannt worden sind. Ich weiß nicht, und das sage ich hier ganz offen, ob die Lösung ist, dass wirklich jede Schule einen eigenen Hausmeister bekommt. Es muss aber gewährleistet sein, dass die Dienstleistungen, die an der Schule nötig sind, zeitnah erbracht werden. Und es muss gewährleistet sein, dass die Schüler und Schülerinnen auch einen Ansprechpartner haben, der nicht dem Lehrkörper unbedingt angehört. Und der Hausmeister hat ja auch diese soziale Funktion. Und da kann es auch vielleicht noch pfiffigere Lösungen geben, als die, die uns jetzt hier so vorschweben. Und da würde ich mir vorbehalten, sowas auch nochmal zu prüfen. Aber die Probleme müssen gelöst werden. Dann war die Frage, ganz wichtig, Love Parade. Also ich denke, es ist wichtig, dass dort an dem Ort, wo diese Tragödie passiert ist, auch ein Gedenkort ist und dass die Treppe, die ja nun sozusagen das zentrale Element war, dass das auch als Gedenkort erhalten bleibt und im Rahmen einer Gedenkstätte einbezogen wird. Und ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass Herr Krieger da mit den Betroffenen, den Opferfamilien auch im engen Kontakt ist. Und das, denke ich, muss von städtischer Seite auch entsprechend unterstützt werden, dass das Gelände so geplant wird. Dann war noch das Stichwort, was mir sehr am Herzen liegt, Energiewende. Ganz wichtig, natürlich die Stadtwerke als kommunale Energieerzeuger haben da eine ganz wichtige Funktion und ich bin froh, dass es einen kommunalen Energieerzeuger gibt, weil das die einzige Chance, die Monopole der großen vier auch zu brechen, dass die Kommunen das auch wieder in die Hand nehmen. Aber hier ist die Verantwortung dann auch entsprechend in regenerative Energien zu investieren. Stichwort Gebäudesanierung ist schon gefallen, das kann natürlich die Kommune nicht alleine, aber es darf nicht sein, wenn Fördermittel da sind, dass der Kommune nicht gestattet wird, Co. zu finanzieren aus Haushaltsgründen, aber ich glaube, mit der rot-grünen Landesregierung wird das auch nicht mehr so ein Problem sein, wie es zu anderen Zeiten war. Verkehrskonzepte spielen da natürlich auch eine Rolle, ich sag mal Ausbau des ÖPNV, nach wie vor auch unter der Haushaltslage, weil man kann einen ÖPNV auch so gestalten, dass er sich sozusagen von selber erledigt und wir sind im Moment eher auf dem Weg als auf dem anderen. Dann hatte ich noch das südosteuropäische Zuwanderer. Da möchte ich noch mal ein bisschen anderen Akzent setzen. Ich finde es falsch, die Menschen, die jetzt kommen und ihr Recht als EU-Bürger und Bürgerinnen wahrnehmen, unter den Generalverdacht der Kriminalität zu stellen. Das möchte ich nicht und dagegen will ich mich ausdrücklich aussprechen. Natürlich, dort, wo Kriminalität passiert, gibt es unsere Polizei und die sollen ihre Arbeit machen. Das ist Nummer eins. Aber wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise aus erbärmlichen Verhältnissen ihrer Heimatländer hier hinkommen, weil sie sich eine bessere Zukunft für ihre Familien und ihre Kinder versprechen. Und das ist ein legitimes Anliegen. So, jetzt ist natürlich die Stadt gefragt, aber, und da stimme ich hier ausdrücklich Benno Lehnsdorf zu, auch das Land ist in der Pflicht. Es kann nicht sein, dass die Stadt sozusagen, die zufällig Einwanderungsschwerpunkt wird in Nordrhein-Westfalen, ich sag's mal salopp, am Fliegenfänger hängt und mit dem Problem alleine gelassen wird. Hier hat die Stadt in der März-Sitzung ein sehr umfassendes Konzept verabschiedet, wie mit den osteuropäischen Zuwandererfamilien jetzt sozusagen an der Integration gearbeitet werden kann. Das steht im Moment unter Finanzvorbehalt und das ist nicht richtig und das führt zu den Problemen. Und hier muss ganz anders investiert werden. Gut, herzlichen Dank, Herr Spitze. Jetzt wieder Sörling.
Ich will den letzten Punkt von Ihnen, Fitzek, gerne nochmal aufgreifen und zwei Gedanken ergänzen. Zum einen, natürlich ist es Landesangelegenheit, sich auch darum zu kümmern, aber es ist auch Bundesangelegenheit und auch dort muss natürlich Hilfe eingefordert werden. Wir sind in Nordrhein-Westfalen nicht alleine, wir sind in Duisburg nicht alleine mit diesem Problem. Wir brauchen Hilfe vom Bund und vom Land. Sonst werden wir das nicht schaffen und wir brauchen vor allen Dingen mal eine einheitliche Sprachregelung Richtung Düsseldorf und Richtung Berlin. Das scheint jetzt mittlerweile der Fall zu sein. Die Stadt hat sich da jetzt auf ein Konzept geeinigt, das ist gut. Und das müssen wir jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten Richtung Berlin und Richtung Düsseldorf kommunizieren. Punkt 2, natürlich gibt es Recht und Gesetze, natürlich gibt es Ordnungsamt und Zoll und Polizei und welche Behörden auch immer, um da einzuschreiben, wo Missbrauch vorliegt. Und ich kann ehrlich gesagt nicht akzeptieren, dass Kriminalität, sei es durch Hotelbetten, ähnliche Zimmervermietung oder durch illegale und menschenunwürdige Scheinselbstständigkeit, dass die einfach hingenommen wird. Da muss man alles für tun, damit sowas beseitigt wird. Überhaupt keine Frage. Aber das erwarte ich sowieso in einem Rechtsstaat. Ich erwarte aber auch, das sage ich auch ganz deutlich, dass die Kinder, die hier schulpflichtig sind, und schulpflichtig sind sie nun mal alle, dass sie hier auch tatsächlich zur Schule gehen können und dass die Stadt mit Hilfe des Landes auch sicherstellt, dass Kinder hier auch einen Schulplatz und eine entsprechende schulische Förderung bekommen. Punkt 2. Ich versuche jetzt mal aus den ganzen diversen Stichworten hier so ein paar rauszugreifen. Wohnungsbau. Die GEWAG ist tatsächlich kurz vor der Pleite und das ist nicht Zufall, sondern das ist durch politische Fehlentscheidungen in den letzten Jahren. Stichwort Küppersmühle, Erweiterungsbau, Pumpsucht der ehemaligen Stadtspitze entstanden. Und ich bin da überhaupt nicht glücklich drüber, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich bin da überhaupt nicht glücklich drüber, dass ein ehemals sehr gesundes, solventes Unternehmen bewusst in diese Situation getrieben worden ist. Weil wer diese Verträge, die da offensichtlich geschlossen worden sind, mal sehenden Auges sich anschaut, der wird feststellen, das kann einfach nicht vernünftig gelaufen sein. Und das ist nicht nur ein Problem der Geschäftsführung der GEWAG, das möchte ich auch ausdrücklich sagen, sondern es ist ein Problem der ehemaligen Stadtspitze, die ganz bewusst diesen Museumsbau dort wollte. Ich kann im Moment überhaupt nicht einschätzen, wie groß der Schaden ist und wie man den wieder eindämmen kann. Ich kann nicht einschätzen, wie man das abwickeln kann. Ja, mit dem Abriss ist ja nicht getan. Ich muss ja die Verträge so rückabwickeln, dass der Vertragspartner, den ich habe, und ich irgendwie sauber aus so einem Vertrag rauskommen. Verträge sind nun mal eben einzuhalten. Ich kann das im Moment nicht einschätzen. Mir ist wirklich wichtig, dass wir das so schnell und so sauber wie möglich abwickeln. So schnell und so sauber wie möglich. Und danach, sofern ich Oberbürgermeister werde, wird die GEWAG sich um das kümmern, worum die GEWAG sich kümmern sollte. Wohnungsbau und Wohnungssanierung für die Menschen in dieser Stadt. Der Bereich der Rampe auf dem jetzigen Kriegergelände, das ist natürlich relativ schwierig als Stadt noch zu beeinflussen, weil es tatsächlich mittlerweile dem Herrn Krieger gehört. Es gibt Gespräche zwischen Herrn Krieger auf der einen Seite und dem Verein der Lovebreak-Hinterbliebenen auf der anderen Seite. Von der Einigung weiß ich noch nichts, dass die sich ziemlich nahe gekommen sind, das ist mir sehr wohl bekannt. Falls werde ich diesen Prozess gerne moderieren, weil ich glaube auch, dass in dieser Stadt Duisburg nach der Tragödie, nach diesem Drama der Love Parade, eine würdige Gedenkstätte für die Hinterbliebenen, für die Opfer bleiben sollte. Und die muss an diesem Standort erhalten bleiben können und erhalten bleiben. Und deswegen ist aus meiner Sicht absolut notwendig, dass Krieger auf der einen Seite und dieser Verein auf der anderen Seite sich einigen. Wenn ich dazu beitragen kann als Oberbürgermeister, mache ich das gerne. Der Bereich Hausmeisterstreichung, den beantworte ich ganz kurz. An jede Schule gehört ein Hausmeister, das ist für mich so selbstverständlich wie nur sonst irgendwas. Und deswegen, ja, an jede Schule kommt und wird ein Hausmeister sein. Der Bereich Integration ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich habe gerade schon so ein paar Punkte angesprochen, die ich darunter subsumiere. Sprachförderung beispielsweise, schulische Förderung beispielsweise, kein Kind zurücklassen. Beispielsweise. Ich habe persönlich Probleme damit, die Gesellschaft aufzuteilen in die und wir. Ich möchte nicht über Migranten auf der einen Seite und Deutsche auf der anderen Seite reden. Ehrlich gesagt stört mich der Wort Migranten so oder so. Ich kann dann ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil die, um die es geht, die sind keine Migranten. Das sind Deutsche wie jeder andere hier und die müssen auch entsprechend genauso mit allen Rechten und Pflichten behandelt werden. Und die meisten...
Die meisten Probleme, die wir haben, haben mit dem Status, mit der Nationalität, mit der Herkunft möglicherweise der Eltern überhaupt nichts zu tun. Das sind soziale Probleme. Und die kann man auch nicht lösen, indem man immer so politische Gespensterdebatten führt und so irgendwelche politischen Sprechblasen aufwälzt. Ich glaube, wir müssen uns darum kümmern, dass jedes Kind hier in Duisburg eine tatsächliche Chance hat, Teil der Gesellschaft zu werden. Und dafür trete ich an, beispielsweise für den Bereich Bildung, damit kein Kind zurückgelassen wird. Dann haben wir irgendwann dieses Problem tatsächlich nicht mehr. Frau Langmann. Ja, ich mache da mal weiter mit dem Migrationshintergrund und der Integrationspolitik. Da habe ich vorhin deswegen nichts zu gesagt, weil das sozusagen mein tägliches Brot ist. An meiner Schule sind 50%, die eine andere Staatsangehörigkeit haben als die Deutsche. Und bei den Deutschen gibt es dann noch die mit dem Migrationshintergrund, aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Richtig ist, dass es bei den Jugendlichen das Gefühl gibt, das hier ist nicht unser Land. Wir sind hier geboren. Wir sind zum Teil Deutsche, zum Teil auch nicht. Die Aisha aus der 9b stellt immer die Frage, warum muss ich eine Aufenthaltsgenehmigung haben? Ich bin doch hier geboren. Ich bin ihr die Antwort darauf immer noch schuldig, weil ich finde da keine so sehr kluge. Sie fühlen sich zum Teil ausgegrenzt, das mag richtig sein oder nicht, aber sie empfinden so und sie verhalten sich zu einem Teil auch so. Da haben wir wirklich noch jede Menge zu tun. Wir sind da eigentlich auf einem guten Weg, das sehe ich auch so. Aber so die Akzeptanz, die alltägliche, die muss wirklich noch ein bisschen ausgebaut werden. KGU, Heizkosten, das ist eine Herzensangelegenheit meiner Fraktion, da stehen wir wirklich ganz toll da. Hausmeisterstreichungen, das ist meine Herzensangelegenheit, das ist mein Lieblingsjob. Mit mir wird es das nicht geben, dass es eine Schule ohne den eigenen Hausmeister gibt. Und dann sage ich mal, möglicherweise reicht der eine auch gar nicht, weil wenn wir Ganztagsschulen einrichten, dann ist der Schulbetrieb plus Vorlauf plus Reinigung mehr als die tariflichen Arbeitszeiten. Da muss man nochmal drüber nachdenken, weil das muss ja auch für die Beschäftigten dort, die Hausmeister, muss es ja auch vertretbar sein. Das kann ja nicht auf deren Knochen gehen. So viele Stunden kann er gar nicht machen, einfach eher alleine. Das mit der Hausmeistergeschichte, das ist so ein Punkt der Begehrlichkeit. Langenberg oder Langenfeld, weiß ich nicht, die waren stundenfrei und haben dann gesagt, wir haben die Hausmeister gestrichen. Bitte, in Duisburg werden wir das nicht tun, also mit mir ganz bestimmt nicht. Lohnverzicht, städtische Beschäftigte, ja, die Hausmeister werden nicht auf den Lohn verzichten und die anderen städtischen Beschäftigten auch nicht. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel ich als Oberbürgermeisterin verdienen würde. Ich habe gehört, es soll deutlich mehr sein als das, was ich jetzt verdiene. Ich finde das interessant, ich finde die Anregung gut, darüber nachzudenken, davon einen Teil irgendwo hin zu switchen. Zur Gebach ist was gesagt worden. Dann sage ich noch was zum Thema Love Parade. Es hatte vor einer ganzen Zeit eine Einladung gegeben der Selbsthilfeorganisation, wo die so einen Zwischenbericht gegeben haben. Da bin ich auch gewesen, da habe ich Gespräche geführt. Ich glaube, dass es gut ist, den Betroffenen nochmal deutlich zu sagen, wir als die städtische Politik, wir stehen an eurer Seite. Richtig ist, das Gelände gehört dem Krieger. Er darf damit im Grunde genommen das machen, was man mit seinem Eigentum so macht. Er hat aber auch Zusagen gemacht. Er hat sich im Vorfeld auch festgelegt und ich glaube, dass das so eine Frage von Gesprächsführung ist, dafür zu sorgen, dass die Belange, die Bedürfnisse und auch die Wünsche und Vorstellungen der Geschädigten, der Betroffenen, dass die so verwirklicht werden, dass es für sie akzeptabel ist. Ich glaube, das hat einen Vorrang aus meiner Sicht. Zum Thema Energiewende schließe ich mich dem an, was die Ingrid Fitzek gesagt hat. Danke. Okay. Meiner Gemeindemitglieder sind Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion. Darüber hinaus, Sie wissen es vielleicht, bin ich seit 7 Jahren Federführer der interkulturellen Wochen. Also das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Ich weiß, es gibt kein Konzept, das man auf alle drüber stülpen kann, aber wir müssen in diesem Bereich umdenken. Die Mehrheitsgesellschaft muss auch verstehen, dass man möglicherweise seinen kulturellen Hintergrund so behalten will, dass man diesen auch behalten darf, damit man ihn nicht in eine Assimilation aufgibt. Aber das Thema würde jetzt viel zu weit führen, das an dieser Stelle zu vertiefen. Aber es ist Zuhören, das ist ein ganz wichtiges Thema und noch Anregungen auch von außen annehmen und vielleicht nicht nur so ein düsteres Modell fahren. Wir sind, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir leben schon friedlich miteinander. Der nächste Schritt muss ein friedliches Miteinander sein. Aber das geht nicht in eine Richtung. Integration ist keine Einbahnstraße. Da müssen wir mal überlegen, ob das Stichwort Inklusion da vielleicht auch das Richtige ist.
Zum Thema unabhängig, und diese Frage ist ja aufgeworfen worden, muss ich mich nicht äußern, glaube ich, zum Thema Osteuropa sehr wohl. Da hat die Stadtverwaltung, da hat die Politik massiv versagt. Das Thema ist von uns als Wohlfahrtsverbände angesprochen worden. Schon, wir haben vor Jahren schon Alarm geschlagen, insbesondere die AWO hat sich da ganz stark engagiert. Und bei allem, was richtig ist, wir müssen beim Land, wir müssen beim Bund gucken, wie wir Unterstützung kriegen. Die Menschen sind heute hier. Und die AWO hat ein Büro in Hochfeld eröffnet, wir Wohlfahrtsverbände arbeiten da. Und ich glaube, da merkt man auch, was der Wohlfahrtsverband hier in Duisburg leisten. Da kann die Stadt sich nicht zurückziehen darauf zu sagen, wir schreiben Konzepte, die dann irgendwann greifen, da müssen wir jetzt ran. Und da, glaube ich, ist sicherlich Verbesserungsbedarf da. In dem Zusammenhang auch, was Bildung angeht oder was kann ein Oberbürgermeister von seinem Gehalt spenden, wenn wir ein Problem damit haben, dass wir Kinder nicht beschulen können, weil das Schokoticket eine freiwillige Leistung ist, die die Stadt nicht zahlen darf, und deswegen die Kinder nicht in die Schule A oder in die Schule B kommen, dann sage ich, dann spende ich gerne von meinem Gehalt Geld, damit diese Kinder in die Schule gehen. Ja, mittlerweile ist es schwer, aber es gab eine Zeit. Ja, wir haben da gewonnen. Gut, Sie haben gewonnen. Gut, dann ist es. Aber ich sage nur so, solche konstruktiven Ideen, da kann ein Oberbürgermeister von seinem Gehalt oder von seinen Aufsichtsratmandaten sicherlich für verschiedene Zwecke was spenden, aber nicht mit der Gießkanne, sondern da muss man sich das genau aussuchen. Heizkosten, ich habe mich dazu positioniert, es gibt eine Rechtsprechung, wird sie nicht umgesetzt, ich möchte das niemandem unterstellen, muss sie umgesetzt werden. Punkt. Hausmeister, ganz klar, jede Schule ein Hausmeister. Ich habe gestern schon gesagt, ich wäre froh, wenn es so der Hausmeister wäre. Schulen müssen so ausgestattet sein, dass unsere Lehrer und Schüler wirklich auch ein lernfreundliches Klima schaffen. Dass der Oberbürgermeister sich am Bürger orientieren soll, ist für mich selbstverständlich. Zum Thema Love Parade, ja, wir brauchen genau an dieser Stelle eine Gedenkstätte, und ich habe mit Angehörigen gesprochen und sie waren mit mir einer Meinung, wir brauchen nicht nur einen Platz, wo wir einmal im Jahr uns hinstellen, uns daran gedenken, wir brauchen eine neue Form von Erinnerungskultur, die wir in den Alltag nehmen, und wir müssen Projekte entwickeln, wo wir auch aus dem Thema lernen und aktiv auch in unser Handeln einbeziehen. Zum Thema Sparen ist wichtig, aber ich bin auch ein Befürworter, dass man prüft, was kann die Stadt, um die Zinsbelastung zu senken, auch verkaufen kann. Ich nehme da zum Beispiel, also wir haben ja noch einiges, wir könnten unsere Aktien zum Beispiel verkaufen, wir müssen gucken, was es also gibt, wo man, müssen wir unbedingt an der einen oder anderen Gesellschaft beteiligt sein. Also da gibt es ein gewisses Potenzial, und wenn man weiß, ich habe ja nicht die GEWAG gesagt. Und wenn man Stadtwerke mal, verkaufen? Ja, Stadtwerke verkaufen, das kann gut gehen, das in Düsseldorf, es muss aber nicht gut gehen. Ja, aber es gibt sicherlich die ein oder andere Gesellschaft, wo man überlegen kann, ob wir noch an städtischen Kliniken zum Beispiel beteiligt sein müssen. Aber das ist natürlich eine Überlegung, wenn man weiß, dass wir keine Zinsen, dass wir keine Schulden zurückzahlen können, sondern dass wir im Augenblick nur die Tilgungen hinkriegen. Also da muss man auch überlegen, das ist auch wichtig, aber kann ich nur sparen. Bonusbau, wir hatten das Thema schon, auch da habe ich ja vorhin einen Vorschlag gemacht. Wir werden nicht alle Probleme auf einmal lösen können, aber wir müssen uns neue Formen und Konzepte von Wohnen überlegen und vielleicht gucken, die Stadtteile dafür wieder zu gestalten und möglicherweise auch attraktiv zu machen, wo wir heute sagen, das sind keine Stadtteile, die Zukunft haben. Ich habe da persönlich eine andere Meinung. Und was die GEWAG angeht, ja, sie hat heute Probleme, aber mir will doch bitte keiner erzählen, dass die GEWAG vorher schon keine Probleme hatte. Also ich glaube, da muss generell überlegt werden, was ist eine Wohnungsbaugesellschaft heute, was kann sie leisten und was muss sie leisten für den sozialen Wohnungsbau in Duisburg. Und zum ganzen Schluss, Energiewende. Ich habe immer gesagt, zu Themen, wo ich nicht so tief drin stecke, dass ich eine fundierte Antwort geben kann, werde ich mich nicht äußern. In dem Fall ist das Thema Energiewende. Da werde ich mich dann entsprechend schlau machen und dann gucken, wie wir da auch als Stadt möglicherweise auch etwas bewegen können. Vielen Dank.